Die Schwerpunkte meines Kanals liegen auf den Themenbereichen Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Während meiner Recherchen stoße ich dabei immer wieder auf Zitate berühmter Persönlichkeiten, sei es aus dem Sport, Film und Fernsehen oder aus Büchern, die ich lese. Heute möchte ich dir einmal 5 Zitate vorstellen, die mich seit Jahren begleiten und dir erklären, wie ich sie interpretiere, wie ich sie verstehe. Und sollte dir dieses Video gefallen, lass nicht nur ein Like da, sondern schreib auch in die Kommentare, ob ich vielleicht eine ganze Videoserie daraus machen sollte, denn es gibt ja viele Zitate von berühmten Persönlichkeiten. Aber jetzt legen wir erstmal los. Der Wille gestaltet den Menschen. Zum Erfolg braucht er jedoch Mut und Ausdauer. Das ist ein Zitat von Bruce Lee. Wer besonders viel und Großartiges im Leben erreichen möchte, braucht definitiv Mut und Ausdauer. Mut, um Neues zu wagen, um Risiken einzugehen, denn nur so kann man über seinen Tellerrand hinausschauen. Und Ausdauer ist gleichzusetzen mit Disziplin, weil je größer der Plan, je größer die Vision, desto mehr Schritte werden dafür notwendig sein, um diese zu realisieren. Sprich, umso mehr Zeit wird auch notwendig sein und deswegen ist Ausdauer bzw. Geduld so wichtig. Und weil ich mit den Filmen und Büchern von Bruce Lee groß geworden bin, gleich noch ein Zitat von ihm. Bete nicht für ein einfaches Leben, bete für die Stärke, ein schwieriges durchzuhalten. Das setze ich für mich gleich mit dem Satz, den ich seit Jahren sage, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. In Gesprächen mit anderen Menschen fällt immer mal wieder auf, wie sie doch über ihr Leid klagen, und das möchte ich nicht kleinreden, doch jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Jeder von uns hat schwierige Situationen im Leben erlebt und wird sie auch wieder bekommen und muss lernen, damit umzugehen. Dementsprechend, keiner von uns wird je irgendwie ein einfaches Leben haben, sondern wir werden mit den Jahren und mit den Erfahrungen und Erlebnissen einfach nur stärker, wenn wir es denn wollen und uns nicht davon kaputt machen lassen. Es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst. Es geht darum, wie viel Schläge du einstecken kannst und trotzdem weitermachst. Ein Zitat von Sylvester Stallone alias Rocky. Wir müssen einfach akzeptieren, dass unser Leben nicht immer nur schön und toll und glücklich ist, egal wie motiviert und positiv wir denken. Es wird Rückschläge geben, es wird Widerstand geben. Und nur wenn wir bereit sind, diesen Widerstand zu durchbrechen, werden wir auch innerlich wachsen, auch sicherlich körperlich wachsen, je nachdem, was du tust. Und dementsprechend muss man sich darauf vorbereiten, viele Schläge einstecken zu müssen. Wenn du nicht das Leben anderer bereicherst, verschwendest du Zeit. Ein Zitat von Will Smith, den wir als Schauspieler, Rapper und allgemein Multitalent kennen. Und Will Smith meint damit sicherlich, dass wir einfach versuchen sollten, so den größtmöglichen Nutzen für andere Menschen zu erbringen. Und zwar daraus beziehend, dass jeder von uns gewisse Stärken und Talente und Fähigkeiten hat, in denen er besonders gut ist. Und wenn man die einsetzt, um sich selbst und anderen Menschen zu helfen, dann trägt jeder seinen Teil dazu bei, dass wir uns alle in einer vernünftigen, gut aufgestellten Gesellschaft befinden. Bei diesen ersten 4 Zitaten habe ich bislang den Bereich Persönlichkeitsentwicklung abgedeckt. Jetzt zum Schluss möchte ich noch ein 5. aus dem Gesundheitsbereich mitnehmen. Und zwar habe ich dazu letztens auch schon ein Video gemacht, kannst du dir gerne angucken, wenn du möchtest. Die besten Ärzte der Welt sind Dr. Essen, Dr. Ruhe und Dr. Fröhlich. Und dieses Zitat stammt von Jonathan Swift, einem irischen Schriftsteller und Satiriker. Und ich finde es wichtig, dass wenn Menschen sich auf ein gesundes Leben konzentrieren möchten und da jetzt mit der Umstellung beginnen, dass sie sich nicht überfordern, nicht sofort versuchen, alles gleich richtig zu machen, umzusetzen, sondern schrittweise das Ganze angehen und versuchen, das von simplen Bausteinen aus zu schaffen. Und Dr. Essen, Dr. Ruhe und Dr. Fröhlich. Diese 3 Aspekte, wenn man die beachtet, macht man schon vieles, vieles richtig, um ein gesundes, langes, zufriedenes Leben führen zu können. Und ich finde, solche Zitate sind unwahrscheinlich interessant, wichtig, weil sie so die Kernessenzen von bestimmten Personen beinhalten, was sie halt versuchen, was sie aus ihren ganzen Jahren gelernt haben, in einen Satz oder 2 Sätze zu packen. Und dieses konzentrierte Wissen ist doch immer wieder spannend, sich das ins Gedächtnis zu rufen, vielleicht sogar den einen oder anderen Spruch, den man besonders gut findet, auf Papier auszudrucken und sich an die Wand zu hängen oder auf seinen Terminplaner drucken zu lassen, wie du auch das möchtest, so als ein Leitspruch für dich, der dich dabei unterstützt, weiterhin an dem zu arbeiten, was dir wichtig ist. Und wie gesagt, wenn du das Video jetzt interessant fandest, dann lass mir einen Kommentar da. Ich denke, daraus lässt sich eine gute Videoserie entwickeln. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.